So, können wir jetzt mal gegen. Ach nee, ich muss das noch auf 190 eben bringen, also 5 Monate noch. Aber gar keine Ansprüche, glaube ich, gegen die Penner. Nö. Was, gegen Ich auch meine Schweden? Truppen rüberschippern. Ja. Ja, ich kann ja mal eben ein Spionagennetzwerk aufbauen in Ja, ich mache das jetzt auch eben. Aber was rennen die denn hier schon wieder rum? Warum merke ich denn das nicht? Ich habe ja 3/4 Diplomaten. Oh, mache ich die Wirtschaftsideen? Nee, das geht nicht. Aber die Diplomatie-Idee, die mache ich mal weiter. Ja, jetzt habe ich 4 Diplomaten. Yes! Yeah! Wow! Glückwunsch, ich brauche nicht mal einen. Naja, ich brauche 4. Also gleich. Aktuell brauche ich nur 3. Ich bin bei 188. Da 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 da. Ja, da steckt eine 88 drin. Weißt du, wo noch. Entschuldigung. What happens by you? Oh mein Gott, wir haben einen Handelsschutzkriegsgrund gegen Mutapa. Stellt die Freibeuter, die euren Handel schaden. Da fehlt das Ausrufezeichen. Blockade helfen. Was ist das für ein Satz? Blockade helfen. Und er sprach Blockade helfen. Ist das behindert? Was ist das? Vasalisierung anbieten. Yes! Und jetzt zahle ich gar keine Subvention mehr. Ach, da stehen ja immer noch 66.000 von meinen Truppen. Okay. Ich habe jetzt die Hälfte der monatlichen... Ach nee, ich erhalte die Hälfte... Warte, ich zahle ihnen jetzt Subvention und bekomme aber die Hälfte derer Einnahmen wieder. Also bekomme ich ja meine Subvention wieder zurück. Mann, bin ich gut. Übrigens hat kurz, ich muss mal kurz vorbeugen. Die Pfalz hat ein Freiheitsstreben von 17%. What the fuck? Zu wenig, ich muss sie mal ein bisschen anstacheln. Ach so, weil ich habe ja deren Religion geändert und das hat das ja auf 100% geschlagen. Deswegen haben die noch 17% über. Wo ist denn jetzt die scheiß Altmark, ey? Mein Gott, das muss doch irgendwo hier sein. In der Nähe von der Neumark. Ja, ach was. Wow! Woo! Yay! Oh, guck mal. Kiew vasalisiert und was ist das Erste, was der Yannick macht? Erstmal die Religion durchsetzen. Jetzt sind die erstmal direkt meiner Meinung. Wo ist denn jetzt der Kackding? Mir fehlt so eine Provinz-Suchfunktion. Gibt es Steuerung F? Oh. Oder nur F? Nur F. Das fiel mir dann nämlich auch ein. Steuerung F ist das bei Windows. Wo ist das da jetzt? Oh. Du gibst dann einfach den Namen ein und dann drückst du suchen und ja, klickst auf ich die Provinz. Weiß, der haut dich dann irgendwo hin, aber. Ja, du musst halt ein bisschen näher reinscrollen und dann suchen. Dann bist du direkt auf der Provinz quasi. Oder zweimal klicken. Ja, das wäre zu einfach, Christi. Ach hier. Okay. Da. So. Können wir da machen. Wie, du hast jetzt dafür Pause gemacht? Ja, nur. Hey, du hast übrigens da Vasallen. Bauern meine ich. Du hast da Vasallen. Meinst du, warum ich Pause gemacht habe? Hättest du mich auch fragen können. Ich bin die ganze Zeit mit der Kamera drauf gewesen. Aber ich wusste nicht, was du gesucht hast. Das Ding. Und dass du nicht weißt, wo die Altmark ist. Ja, wusste ja, ich hab's das Ding nicht gefunden. Das liegt in Brandenburg. Was du nicht sagst. Vielleicht auch schon in Sachsen-Anhalt. Altmark ist Sachsen-Anhalt, ja. Das ist richtig. Oh Mann, ey. Ja, war mal alles Preußen. Ach, die gute alte Zeit. Vor den paar Monaten da. Warum hast du jetzt Engreich eigentlich wieder zu Österreich gemacht? Warum nicht? Weil ich jetzt keine Krise mehr kriege, wenn ich das habe. Hä? Letztes Mal, als ich das alles genommen habe, da war ich am Untergehen. Ja, aber. Und deswegen habe ich es abgegeben und jetzt ist wieder alles gut. Das heißt, jetzt kann ich es nehmen. Macht trotzdem keinen Sinn. So, wollen wir jetzt die. Warum nicht? Ja, das ist viel besser, dann eine extra Nation zu haben, die dann Schiffe baut und dir hilft. Also ihr kümmert euch um Skandinavien Nord, ich kümmere mich um Skandinavien Süd und um den ganzen Kram in Amerika. Ich muss gerade eben erstmal ansprechen. Und Portugal? Hä? Portugal? Du hast gesagt, Portugal ist mit dabei. Mexiko, Skandinavien, Kolumbien. Das ist auch nie zu, ey. Oh. Nee, vorhin hattest du nur Portugal erwähnt.
Ja, ja, ja. Nee. Oh, ich hab so viel Militärmacht, Mann. Ach nee, Moment, konnte man hier schon ausbauen? Ja, ne? Du meinst die Entwicklung, Moment, ja? Ja. Ja, klar. Gut. Kam ja mit einem DLC dazu. Ja, keine Ahnung. Oh, ich bin Luca. Ich entdecke gerade das Spiel neu. Neu? Ich entdeck's überhaupt. Geil. Läuft bei dir. Und wie funktioniert's so? Oh ja. Mit der linken Maustaste. Ganz flüssig. So, erstmal wieder genug Militärmacht ausgegeben. Ich baller hier gerade schon wieder meine komplette Diplom-Macht rein in den Merkantilismus. Wo ist eigentlich der Schwerpunkt momentan? Auf Ich würde sagen, auf deinem Stuhl. Oh Gott. Mann. Ja, wenn du so fragst. Steilvorlage angenommen. So, wollen wir jetzt immer bitte Skandinavien angreifen? Ja, Entschuldigung, ich schipper wie gesagt gerade nochmal. Oh, meine Truppe. Ja, lass mir nur einen Anspruch machen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe genau 9 Provinzen, die ich einnehme. Und genau dafür 9 mal 25.000. Cool, ich habe 100 Machtprojektion. Finde ich toll. Das freut mich für dich. Habe ich Stabi 3? Ja. Prestige habe ich auch für. Okay. So, ich habe gleich mal einen Anspruch. Oh, okay, 11. September war gerade. Ups. Hey, ich habe schon wieder 320.000 Rekrutenreserve. Mannstärke, wie auch immer. Cool, ich kann ja schon mal ein bisschen bewegen hier. Muss mal eben gucken, ob ich mir vielleicht noch ein bisschen Armeen bauen kann. Problem ist, ich habe ja gar nicht so viel Land, als dass ich da so nicht großartig aufstellen kann. Dieser Insel. Oh, lol. Ding, ja, ich würde sagen, ich muss mal eben ganz kurz 100.000 Truppen bauen. Easy. So, hier stehen noch keine. Das Versorgungslimit ist ja auch recht ordentlich. So, können wir anfangen? Ja, Moment, ich muss noch ein bisschen aufstellen hier. Ich weiß noch nicht, wer in meine erste Elf kommt. Vor dem Krieg gibt's nämlich immer dann so eine Ansage. Mitte Nummer 11! Oh, und da hat er schon wieder einen getötet. Mitte 88, Adolf Hitler. Hat die Gasflasche verloren. Jetzt wird's ja aber echt, bunt. Grün. Rosig. Erhellend. Ich Truppen bauen, glaube ich, ne? Ja, das mache ich auch gerade, deswegen. Ja, ich hau mir noch 31er-Pack hier rein. Wie viele Truppen habt ihr so? 270. Ich habe leider gerade nur 300, deswegen baue ich ja eben mal schnell nochmal 150.000 Truppen drauf. Ja, ist ja mal eben gemacht. Ja, ja. Ich habe 363.000. Ich weiß, ich habe nämlich gerade nachgeguckt und gesehen, dass mein Limit ungefähr 150 höher ist. Also 100 höher als deins, aber 150 höher als das, was ich aktuell habe, deswegen. Das stimmt. Deswegen baue ich eben mal schnell noch ein paar 25er-Bataillone. Ich glaube, ich brauche gleich einen Kredit. Naja, ich habe jetzt 2.500 Dukaten ausgegeben. Okay, ich konnte 100.000 bauen für das Geld. Dann werde ich die anderen Truppen hier mal eben... Oh, lol. Was hast du kaputt gemacht? Nee, nichts kaputt gemacht. Ich habe gerade eine geringe Spende von Kiew erhalten. Wie viel? 1.000? 2 Millionen. Über Geld spricht man nicht. Jetzt mal ernsthaft. Kösti hat mir gerade 2.000 gespendet, um meine Truppen aufzubauen. Man sieht auch gar nicht, wie ich gerade Truppen baue, oder? Nee, gar nicht. Bei Luca auch nicht. Ich bin ja schon fertig. Die von Luca laufen einfach durch mein Land. Ne, hör auf mit Stralsund, das ist meins. Du gehst nach Skandinavien da oben. Ich habe genau 9 25er Stacks für das Stück. Und dann gehe ich über Ösel. Also über Riga, Litauen da. Russland, die Ecke. Und du gehst nach Stockholm. Ich hab nicht zugehört, ja. Dein 30er Stack... Schiebst du mal ein bisschen nach oben ab. Ja, ich hab dir da noch nur angebaut hier, die Handpflanzen. Ja. Willst du denn schon wieder von mir? Angebaut nennt er das. Jetzt fang an, ich brauch Kriegssteuer. Können wir? Ah! Ja. Warte, ich kann nicht mal klicken, Alter. Das ist zu viele Truppen. Eine Sache will ich noch kurz nachgucken. Okay. Erledigt.
Ihr beide kommt mit. Auf geht's. Oh, ich kann Technik. Cool. Warte, ich muss jetzt eben mal ganz kurz was lesen. Janik hat doch keinen Bock. Was? Nee, verliert 10 an Loyalität. Ja, aber das mal kurz okay. Pause, dann laufe ich schon mal. Ach, wobei, ich bin noch gar nicht beigetreten. Vatikan hat ihrem Feind Mexiko den Krieg erklärt. Hab ich doch gar nicht hingeklickt, Mann. Skandinavien ist schon dabei, hast du Glück gehabt. Skandinavien ist auch Kriegsverbündeter. Ich hab die mit Haken versehen. Wie, du hast jetzt wir mehr von denen nehmen können. Auf unsere Seite genommen? Ja, genau. Klar, Janik, gute Frage. Nächste Frage? Nee, bitte nicht nächste Frage, die erste hat schon gereicht. Das freut mich. Jo. Okay, so, wir können weitermachen. Wie viele Truppen haben die Schweine eigentlich? Nicht viel. Was heißt nicht viel? 100.000? 150? Quasi keine. Skandinavien hat 106.000. 100.000. Okay. Nein, 106.000. So, es geht weiter. Ach, wir sind erst auf 29, das ist hilfreich. Oh, ich hab schon eine Schlacht gewonnen, ups. Cool. Läuft bei dir? Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich 2000. Fett bist du geworden. Ich gerusht bin. Was ist los? Ich glaube, das war 2000 oder so. Ich hab gar nicht warum, ist Livland dabei und wer ist Livland? Livland das ist ein Vasall von Skandinavien. Ja, ist okay. Hättest du mir das mal vorher gesagt, hätte ich niemals zugestimmt, ey. Oh, ich habe schon mal ganz viele Städte eingenommen. Halleluja. Ja, ist okay, danke. Und eigentlich hätte Polotsk auch noch mitmachen. Ach, die sind auch dabei, okay. Nachrücken! Ich war ja ernst, ne? Warum habe ich die denn jetzt nicht gesehen? Ach, was für ein Kacktruppenlimit haben die denn hier in ihren Scheißprovinzen? Immer, die sind kaum ausgebaut, die. Ich geh mir so auf den Sack. Wo sind meine Schiffe? Ach, hier. Ich habe meinen ersten Trupp schon verloren. Läuft bei dir? Läuft. Nice. Zack. Ich habe schon mal sehr viel eingenommen. Oh, jetzt habe ich Revolte. Warte mal kurz. Könnt kotzen, ey. Dein Ernest. Zeitbomben. Wo sind die? Ja, sein Ernest. Da. Köstlich, kannst du den mal kurz wegmachen? Hä? Mit deinen Truppen da im, in da. Ehemals Frankreich. Dankeschön. Dann brauche ich da nicht extra runterkommen. Kann weitergehen, ne? Ja. So, ich sollte mal 146 aus einer Provinz raus, das ist irgendwie nicht sehr gesund. Ah, das funktioniert, solange du genug Mannstärke hast und Kriegssteuer. Ja, aber. Okay. Oh lol, ich hatte gerade minus 51 gemacht, Kriegssteuer erhoben, jetzt mache ich plus 4. Was die Kriegssteuer so ausmacht. Oh, da mal ist. Kriegssteuer könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Hä? Ach, war das hier so ein glorreicher Anführer? Habe ich echt nur noch einen Anführer? Sind die mir jetzt alle vorm Krieg gestorben? Mach ich plus 124. Hm. Oh cool, ich habe irgendwas mit der Flotte gewonnen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher wie. Oder? Eigentlich guck mal Richtung Russland kurz. Da stehe ich gerade. Ja, da stehe ich mit meinen Truppen. Dann weißt du, wie das ist, wenn man ein paar mehrere Truppen in einer Provinz hat. Warte. Oh, mit 74 da oder was? Ja, da wo halt all meine Truppen langlaufen. Ja. Ja. Cool, ne? Oh, stopp. Was kurz, dass ich eine Schlacht verliere. Luca wird von 78.000 Schweden angegriffen. Vor allem, die sagen ja auch nichts, ne? Natürlich sagen die. Die rufen dir nicht mal eben ihren Namen auf und feiern sich. Das ist ja das Schweinerei. Ich will die ganze Zeit Leertaste drücken und merke dann erst einmal 10 Minuten später, dass das gar nicht hilft. Und das Schlimme ist, ich gewinne ja fast trotzdem. Also jetzt gewinne ich sowieso. Aber auch mit den 20.000 hätte ich fast schon gewonnen. Jetzt im Ernst? Oh, meine Flasche will schon wieder, dass ich trinke. Ist schon wieder in 40 Minuten um, oder was? Was ist das für eine komische Flasche? Ich dachte, du bist die Flasche. Ja, die sagt mir immer, wenn ich trinken muss, weil man soll ja alle halbe Stunde bis 40 Minuten was trinken. Ja, wenn der Mensch halt gar nichts mehr selbst auf die Kette bekommt. Alter, hallo, ich habe Militärzugang. Das juckt dir nicht. Ich hab in Russland gerade Militärzugang gefordert. Willst du durch Russland laufen? Und Russland so... noch Kolumbien da hinten. Nö. Du Heiliger. Ach, geh ich Frankreich, geht mir auf den Sack. So, jetzt habe ich... Wird auch für mein Land wegzunehmen, ey. Was machen die eigentlich da oben? Ja, ein bisschen Eier schaukeln. Das, was sie am besten können. Ja, das stimmt. Also vom Herrscher gelernt, soweit ich weiß. Also war sehr gemein.
Ja, ich weiß. Hä? Ach so, das ist durch diese Festung blockiert. Oh, Leute, vielleicht sollte ich... Stockholm einnehmen, ey. Ich habe übrigens jetzt 300.000 Truppen gerade in einer Provinz gehabt. Gute Nachricht, gut, ne, selber. Oh, das kann ich schon einnehmen, ups. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Übrigens... Was? Lol, wo laufen die lang? Also die Truppen sind gerade alle nach Polotsk geflohen. Ich glaube, die Pfalz auch noch an, ich könnte kotzen. Kann das sein, dass ich da irgendwie einen Trupp falle? Ach ne, der ist noch unterwegs. Okay, alles gut. Ich kann eine Ideengruppe auswählen. Hol ich nicht. Ich auch nicht. Ich wüsste gar nicht welche. Skandinavien will schon raus. Ja, läuft ja auch nicht so toll für die irgendwie. Soweit ich das hier mitbekomme. Nö, die werden ja auch in Afrika auch eingenommen. Ja, nur die wichtigen Provinzen. Scheißegal. Hier läuft alles easy. Ich darf halt nur nicht verpennen, dass sie mich irgendwie angreifen. Einzelnen Trupp. Ja, weil ich versuche... Mexiko sieht zwar noch gar nicht so deutlich aus, aber die wichtigen Provinzen habe ich schon. Ja, Mexiko ist ja auch... mich hilflos alleine. Ich bin jetzt schon bei 84% in der Hauptstadt von Livland. Ich hab Skandinavien schon eingenommen. Ja. Ich komme halt nicht weiter. Als ich Stockholm noch nicht hatte, kam ich auch nicht weiter und jetzt ist quasi die anderen Provinzen sind halt total easy. Stockholm ein bisschen besuchen. Ja, schick da mal ein paar Truppen rein. Da brauchst du aber keine Pause für machen. Die kannst du alle so markieren und dann einmal drücken. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, wie weit die schon sind. Ich wollte verhindern, dass sie weiter Fortschritt machen. Ach, bei -7%. Halleluja. Ja, ich wusste gerade nicht, wie weit die sind. Das kannst du gucken, das steht da. Ja, ich wollte doch. Tschüssi. So, jetzt heißt es hier vorrücken. Ach nee, da steht ja immer noch ein Trupp, ey. Jetzt greife ich mit 125.000 4.000 an. Ratet mal, wer die Schlacht gewonnen hat. Die 4.000. Ja, hast du ja richtig geraten. Weggerannt. Das nehmen wir uns noch. Ansonsten, ich glaube, ich halte hier ein bisschen bei Stockholm. Und gehe noch ein bisschen weiter mit ein paar Truppen. Das ist so herrlich. Wenn man so mal eben mit 100.000 Truppen hier unterwegs ist. So, mit denke ich mal ein bisschen. So, Mexiko habe ich auch. Provinz Mexiko. Lol. Ja, erstmal eine Weltreise durch Russland machen. Ja, Kiew kämpft übrigens nicht mit, habe ich euch das schon gesagt? Ist eigentlich scheißegal, würde ich mal so sagen. Ey, Skandinavien gewinnt eine Schlacht gegen die. Ja, oben. Sag Bescheid, wenn ihr da oben so weit seid, dass ihr... Aber das ist kirchliche Frankreich. Ja, ja. Ja, scheiß kirchlich Frankreich, ey. Hätte nichts zu gebrauchen. Ich bin schon auf dem Weg. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das schaffen kann. Ich komme mal langsam auch in die Richtung. Alex nur mit 60.000, weil ich glaube, mehr brauche ich nicht. Der Rest sichert da Stockholm. Nein! Was machst du denn? Fuck! Nichts Gutes scheinbar. Ja, meine. Ich wollte zu Skandinavien mit meinen 100.000. Kann man päpstlich Frankreich woanders hinfliehen? Das kostet Rekrutenreserve. Will Polotsk irgendwer was haben? Was ist denn Polotsk? Was für ein Teil? Das ist Polotsk. Da unten. Wenn du ein bisschen wartest. Ne. Da komme ich nicht ran wegen Litauen. Da ich bräuchte halt, wenn dann erst Livland und davor Nava. Ist das ein Grund, warum ich gerade so eine komische Farbmarkierung hier habe? Also du musst quasi erst mit Skandinavien Frieden machen. Bin ich bei euch noch weiß, mein Land? Boah, keine Ahnung, ich kann gerade nicht gucken, ich habe zu tun. Mann! Aber oh, doch, ist es. Alter, diese fucking Meldung! Ja, jetzt geht's wieder, vorhin war das irgendwie anders. Also hast du jetzt von Polotsk nur Geld geholt, oder was? Ja. Na, mehr brauchen wir ja nicht. Ja, dann warte bei Livland mal, weil da hätte ich gerne, wenn ich Nava bekomme, hätte ich gerne auch Livland. Livland ist ja sowieso ein Vasall von Skandinavien, von daher. Oh, ja, stimmt. Sehr worth something.
Gehst du oben nach Kavel oder gehst du nach Kola? Geh mal nach sowohl Kola, weil... Sowohl als auch. Ne, ich geh nach Karelie, achso. Aber ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin jetzt schon da. Ja, das Problem ist, ich muss umdrehen und das dauert wieder eine Ewigkeit. Ich hasse es. Boah, warum läuft denn das gerade nicht ordentlich, ey? Oh, da unten sind mal ein paar Skandinavier angekommen. Mensch. Alter, ich kriege einen fucking... Nein, na fresse. Oh, Burgund will durch mein Land, aber ich will nicht. Ablehnen. Durch mein Land gehen. Und den netten Skandinavier verfolgen wir mal ein Stückchen. Alter, in Skandinavien machst du so schnell Minus mit der fucking Rekrutenreserve, ne? Finnland wird besetzt. Ja, ja, bla 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 bla. Fehlt noch irgendwas? Warum habe ich eigentlich jetzt gerade meine komplette Macht rausgedonnert? Jetzt brauche ich einen Anführer. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist das nicht nur blöd, das ist einfach nur dumm. Wie, und Spanien bietet mir an, deren Truppen zu nehmen für nur 250 Dukaten für 3 Jahre. Quasi ein Schnäppchen. Ach nee, es sind ja auch nur 1,5 Jahre. 18 Monate sind nur 1,5 Jahre. Alles Klärchen. Ist ja nicht so, dass ich so schon Minus mache. Jetzt zum Beispiel gerade eben, mein Land ist noch nicht weiß, oder? Wegen der ganzen Rekruten selber gerade. Hä, dein Land ist weiß. Ja, nicht so. Das ist ein weißes Weiß. Nur, dass eben in Skandinavien Vatikan sehr viel eingenommen hat. Ja, darum geht's mir ja gar nicht. Das ist dann nicht weiß. Ja, ich weiß, ich meine mein da nicht, dass das ist so ein hässliches Pissgelb. Der war gut. So, ich hau jetzt hier mal ab, ne? Skandinavien ist ja komplett down. Ja. Zumindest hier. Livland auch. Ja, Kösti braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Wofür? Für Skandinavien. Das in Afrika, das darum kümmere ich mich gar nicht mehr. Ach ja, so. Musste aber, weil irgendwas fehlt da noch, ne? Ey, komm, wegen den paar Prozenten, ne? Ja, was denn? Erstmal hau ich Kolumbien raus. Einen Moment mal. So. Was nehmen wir denn von denen? Die haben da ja auch noch Land. Ah, Mensch, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, das geht auch alles an mich. Joa, das ist gut. Perfekt. Geht ja sowieso alles nicht direkt an mich, sondern direkt an meine Kollegen. Nochmal Kolumbien raus. Nice. Und dann mal gleich weiter gucken. Mexiko könnte dann zum Abschluss kommen, muss ja sogar. Hihi, zum Abschluss kommen. Okay, da fehlt noch ein Haufen Land bei Skandinavien, aber naja. Erstmal gucke ich natürlich für mich. Skandinavien hat da auch noch im Südosten von Afrika was. Die haben auch noch in Australien, also Ozeanien was. Nee, so, falls Australien interessiert. Achso. Ja, da hast du ja ein bisschen was eingenommen. Hab ich? Bei Australien hast du alles eingenommen, also dein kirchlich Australien. Das ist ja geil. Aber das hat komplett australisch, naja, nicht ganz, aber so einen großen Teil da zumindest eingenommen. Also, wer wollte jetzt was haben? Ich einfach so, was so geht, was an mir angrenzt da im Norden. Ich nehme dann den Rest. Mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das alles auch richtig markiert habt, ne? Ja. Dass ich das auf einmal bekomme. Achso, du kannst da auch Land bekommen, eventuell. Also wenn du siehst das doch, was wie markiert ich ist. Ich sehe es jetzt während der Friedensverhandlung, sehe ich es nicht. Doch, da steht auch immer die Flagge daneben. Ja, aber da steht muss auch ich die ganze Zeit hoch und runter scrollen, weil die mehr als 3 Provinzen haben. Das, was du haben könntest, ist Akkas, Hus, Aitziber, interessant. Aber eigentlich nichts wirklich. Also eigentlich soll das nur nichts. Zur Not kann dann dir die Provinz dann noch verkaufen, meine Güte.
So, passt alles an Österreich. Ist manchmal schon ein bisschen schwer. Moment. Livland und diesen Kram da, genau, der sollte nach. Wenn es geht, Livland Ottoman. Und die drei Provinzen da drüber und eventuell dann eben noch in Norddeutschland. Wo ist denn Livland? Bei Russland. Das sind zwei Provinzen, aber da brauche ich dann noch die anderen drei Provinzen, damit ich dran angrenze. Ach so, ja, okay. Ottoman, 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 Ottoman und Ottoman. Okay. Wenn du noch übrig hast, kannst du auch noch mehr geben. Hihi. Nee, ich habe nichts mehr übrig. Und dann ist dir aufgefallen, dass du... Ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Du kämpfst, dein Louisiana, dein Louisiana kämpft. Gegen Spanisch Louisiana. Jo. 871 Dukaten an Vatikan und seine Verbündeten zahlen. Die Ottomanen wird 95 von diesem Betrag erhalten. Wie viel bekomme ich? 404, cool. Warum kriegst du so viel, Alter? Ja, wahrscheinlich, weil ich deutlich mehr eingenommen habe, würde ich mal denken. Aber wahrscheinlich eher, weil du gegen die Truppen gekämpft hast und ich nicht. Oh, ja, ist auch so. Alles gleich, 88 macht. Achso, Mecklenburg ist ja noch im Krieg, Obst. Hätte die gerade fast vergessen. Na egal, da kann ich noch ein bisschen länger kämpfen. Euch nicht stört. Alles klar. Ich läuft bei dir. Auf die Macht. Hilfe. Oh, ich habe jetzt in Skandi... Alles klar, erstmal die Hauptstadt an mich abgetreten, warum auch nicht. Ich habe in, easy! Hatte ich mal die Pfalz aus meinem Land verpissen? Die mir soll immer schon gut auf den Sack. Ich bin Yannick, ich weise mal meinen Vasallen an, mich zu nerven. Nee, ich weise meinen Vasallen an, dich zu nerven. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, können diese fucking Österreicher mal aufhören, durch mein scheiß Land zu laufen? Echt mal, scheiß Land. Scheiße, du musst ja irgendwie wieder rauskommen. Militärzug von Skandinavien. Nö. Ja, die kommen jetzt nicht mehr in ihr Land. Ist mir scheißegal. So einfach ist das. Ja. Mensch. Aber vielleicht sollte ich mal eben schnell die fünf Provinzen hier zu Kernprovinzen machen. Warum killen sich meine Truppen da eigentlich gerade gegenseitig in deinem Land, Luca? Weil sie es können. Ja, weil du dumm bist und die da, du hast sie wahrscheinlich auf die Rebellen geschickt, da vor 300 ja. Jahren. Ja, hat jemand... Ich bin nun mal gerade in 50 Kriegen gleichzeitig. Oder hat jemand von euch... Nicht in 50 Kriegen. Hat jemand Lust von euch gegen Burgund zu kämpfen? Und wieder? Ich will Litauen angreifen und deren Verbündeter ist leider Gottes Burgund. Kurz ein bisschen abwarten, ein bisschen Luft holen. Mann, aber aktuell hat Burgund 512 Dukaten Schulden. Ja, ja, ist doch scheißegal, wie viel Schulden Burgund hat, die reißen eh nichts gegen uns. Ja, deswegen ja. Da kannst ja, du easy peasy... Das können wir auch machen, wenn die 5 Millionen Dukaten haben, das ist scheißegal. Ach, du bist... Dann hätte ich Sorge. Dann würden die nämlich Söldner raus, so wie blöde. Meine Truppen kriegen zu wenig Unterhalt, wurde gesagt. Wir haben deren Land dann sowieso so schnell, dass sie nirgendwo mehr Söldner ausheben können. Das stimmt natürlich. Ja. Wow, kann kirchliches Kolumbien diese Provinz mal abtreten an kirchliches Mexiko? Das sieht ja total dumm aus. Ich soll ihn verlängern. Brauchst nicht mehr, lohnt sich nicht mehr. Was? Kriegssteuern verlängern lohnt sich nicht mehr, haben wir festgestellt. Aber ich finde schön, wie England hier auch noch mithilft. Naja, müssen wir auch noch zwar eh kein Land, tun. Aber auch wenn die da dieses riesige New Albion haben, kriegen wir trotzdem kein Land. Warum hat denn Kiel so ein hohes? Ja, nur noch Spanien. Kirchlich-Louisiana ist richtig geil. Die führen ständig Krieg gegen Spanisch-Louisiana und verlieren immer. Geil. Boah, warum wollen denn jetzt alle Länder durch mein Land? Nö. Nee. Warum wollen denn alle Länder durch mein Land? Ja, aber ich habe da jetzt ein paar neue Ländereien. Jetzt wollen die alle bei mir durchlaufen. Oh, Skandinavien hat das Spionagenetzwerk bei ihnen entdeckt.